Hey Leute, ich glaube, ich muss bei diesem Neckermann Luxus Kassettenturmbank gleich mal die Elkos wechseln. Ich gehe mal auf Wiedergabe und Lautstärke. Komisch. Funktioniert zwar, aber auch der Klangregler. Irgendwie komisch. Also, das Ding funktioniert zwar noch, aber ich werde mal die Echos wechseln müssen bei dem Ding. Müssen Sie aber fort. So, da habe ich ein Hörspielbild drauf. Irgendwo aufs Land ins Grüne, wo es schön ist und wo Sie Pflege finden. Es ist relativ leise. Das hat keinen Sinn und Zweck, dass Sie jetzt hier weiter sitzen und immer mehr herunterkommen. Ja. In letzter Instanz können wieder Wochen vergehen. Bitte. Der Lautstärkeregler hat so ein Glöck. Der hat sowas nicht. Das wird sicher auch eine Erleichterung sein, wenn er Sie auf Erholung weiß. Tausend Dank für Ihre lieben Zeilen von Zehnten und die guten Gaben. Sicher werden wir nächstes Frühjahr zusammen im Feld und im Botanischen herumstreifen. Ich freue mich schon jetzt darauf. Funktioniert aber schon. Aber jetzt gehen Sie fort von hier, Sonitschka. Können Sie nicht zum Bodensee, damit Sie ein bisschen den Süden spüren? Bevor Sie gehen, möchte ich Sie unbedingt sehen. Ich würde sagen, machen Sie eine Eingabe in der Kommandantur. Ich zerleg das mal. Schreiben Sie bald und wechsel die Elkos mal. Bleiben Sie ruhig und heiter, trotz allem. Ich umarme Sie. Da. Für Karl tausend herzliche Grüße. Die beiden Karten von Helmi und Bobby habe ich erhalten und mich sehr gefreut. Batterie müsste passen. Ja, ich habe Akkus Bronke, drin. 21.11.1916. Meine geliebte kleine Sonitschka. Ich erfuhr von Mathilde, dass ihr Bruder gefallen ist. Eine 120-Minuten-Kassette ist auch gut. Das sind 60 Minuten pro Seite. Und ich kann nicht einmal bei Ihnen 60 Minuten sein, um Sie ein wenig zu erwärmen und aufzuheitern. Dann schauen wir mal die Tonköpfe an. Die schauen so aus. Schauen wir mal. Hier und hier. Das ist so ein Löschkopf. Und das hier ist ein Aufnahme-Wiedergabekopf und eine Tonwelle. Funktioniert an sich, aber... Auch bin ich unruhig um Ihre Mutter, wie sie dieses neue Leid ertragen wird. Ist da... Das sind böse Zeiten. Und wir haben alle eine lange Verlustliste im Leben zu verzeichnen. Jeder Monat. Mal schauen, mal die Elkos anschauen und mal schauen, wenn ich neue Elkos drin habe, wie sie sich dann anhört. Mal gucken. Ich bin leider etwas krank und daher fällt es mir echt schwer, auch das Video zu machen und die Elkos zu wechseln. Aber ich habe jetzt schon so lange nichts mehr gemacht, da dachte ich mir, dann muss ich mal was machen, auch wenn ich krank bin. Und ja, okay. Und so, hier ist Trafo angelötet, das sieht man schon in Elko. Ist ein Netz drauf, das wäre ein 220 Volt Anschluss, da wo ich kein Kabel habe für. Hier haben wir eine DIN-Box, wo ich das Ding mit dem Radio verbinden kann, um was aufzunehmen. Dann haben wir hier, glaube ich, hier haben wir Germanium-Transistoren, die sind hier angeschraubt an Kühlkörper. So, jetzt haben wir alle 15 Elkos gewechselt. Die hier getauscht durch neue, also da ein neuer, da ein neuer, da ein neuer, hier, 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 hier. Dann hier einen neuen, hier einen neuen, hier einen neuen, hier einen neuen, da einen neuen, da einen neuen, das da ein neuer, das da ein neuer. Ja, alle Elkos getauscht durch neue. Und jetzt können wir mal gucken. Ach ja, das da ist eine Ferritkernspule. Habe ich zu spät gesehen. Hier, Ferritkern, kein Elko, sondern schwarzer Ferritkern hier. Dann Transistoren. Hier 2 SB 1, 3. 1, 3, 1, wie es aussieht. 2 SB, 1, 3, ne, oder 1, 3, 1, 3, 5, 2 SB, 1, 3, 5. Dann hier. 2 SB, 1, 3, 4. Dann hier, 2 SB, 1, 3, 5. SB, 1, 3, 5, hier. Und da hier, hier zwei Einstufentransistoren. 2 SB, 1, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Draht. Tristuren, also 1, 2, 3, 4, 5. So, dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Also Wiedergabe. Der an seiner klebrigen Zunge ansammelt, ganz wie ein gut Ameisenbär. Aus. Die Spanier nennen ihn deshalb Hormiguero. Das ganz laut dreh, kein Brummen mehr. Mörike hat übrigens auf diesen Vogel ein hübsches Scherzgedicht gemacht, das Hugo Wolf auch vertont hat. Da ist noch ein bisschen. Mir ist, als hätte ich ein Geschenk gekriegt, seit ich weiß, wer der Vogel mit der klagenden Stimme ist.
Vielleicht schreiben Sie es auch Karl, es würde ihn freuen. Was ich lese? Hauptsächlich Naturwissenschaft. Kein Brummen mehr. Auch wenn ich jetzt hier Wiedergabe mache. Klang mache ich ganz rechts. Ich will die Höhen haben. Dann geht das ganz gut so. Kassette wieder rein. Pflanzengeografie und Tiergeografie. Gestern las ich gerade über die Ursache des Schwindens der Singvögel in Deutschland. Es ist die zunehmende rationelle Forstkultur, Gartenkultur und der Ackerbau, die ihnen alle... Schaut sehr gut aus. Hier ist das Tonband. Es ist erstaunlich, dass das so dünn ist, dass hier 60 Minuten auf der einen Seite und 60 Minuten auf der anderen Seite 120 Minuten da drauf passen. 120 Minuten. Doppelt so viel wie auf einer normalen Kassette. Das heißt, das Band ist ungefähr nur halb so dick. Halb so dick. Sehr Mist und Nahrungsbedingungen. Sehr dünnes Magnetband. Ödland, Gestrüpp, welkes Laub auf dem Gartenboden. Und der Tonkopf, wie sieht der aus, der Kopf da? Ja, ganz gut. Ist der Löschkopf. Der hat einen großen Spalt hier. Und der Tonkopf, der hat nur einen ganz kleinen Spalt, den man gar nicht sieht. Okay. Schaut gut aus. Für Schritt vernichten. Mir war es so weh, als ich das las. Nicht um den Gesang für die Menschen ist es mir, sondern das Bild des stillen, unaufhaltsamen Untergangs dieser wehrlosen kleinen Geschöpfe schmerzt mich so, dass ich weinen musste. Das Laufwerk geht aber gut. Es erinnert mich an ein russisches Buch von Professor Sieber über den Untergang der Rotwolte in Nordamerika, das ich noch in Zürich gelesen habe. Sie werden genauso Schritt für Schritt durch die Kulturmenschen von ihrem Boden verdrängt und einem stillen, grausamen Untergang preisgegeben. Aber ich bin ja natürlich... Geht nicht besonders laut, aber es geht gut. Oder wissen Sie, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in Menschengestalt. Innerlich fühle ich mich in so einem Stückchen... Ja, funktioniert die Alkos, die Waren ist. Ich würde sagen, messen wir die Alkos mal, die alten. Ich habe ja ein 47 μF 10 Volt drin. 47 μF, die hat 95 μF. 95. Sonst schaut es aber eigentlich ganz gut aus, aber 47 μF hat 95. Okay, dann haben wir jetzt hier mehrere kleine noch, die alten. 10 μF. Die sind aber, glaube ich, auch nicht mal so schlecht, aber ich glaube, die haben mehr. Also wenn die Alkos viel mehr haben, als draufsteht, sind die auch schon verdächtig, merke ich. 16 μF, 2,3 um 16 μF. Statt 10 haben wir 16. Dann haben wir hier noch einen, 10 μF. Wenn ich in den reinkriege, richtig, so, messen wir den nächsten. Die hat oben, da fehlt ein bisschen was. Ups. Wenn er den Kontakt hätte. Hat keinen Kontakt, muss richtig rein. So. Der schaut aus, wie wenn er irgendwie warm geworden wäre. Schauen wir mal. 17 μF. 2,1 Ohm. Die sind aber alle in etwa gleich. So, die haben alle mehr Kapazität, als draufsteht. Man könnte meinen, die wären gut, aber die sind nicht gut. Das merkt man ja, weil der mit den neuen Alkos einwandfrei geht und den alten Alkos sogar sein Rückkopplungsbrummen hatte. 16 μF. 10 und 16. Dann hier nochmal ein 10. Klar, man könnte sagen, die haben mehr Toleranzen. Warte, nehmen wir mal einen 25 Volt, 1 μF. Die hat wahrscheinlich auch mehr. Aber ansonsten, der Bauteiltester misst den eher noch als gut. Dabei ist er schon schlecht. 6 Ohm, 5%, aber 1,4 μF statt 1 μF. Okay, dann hier haben wir 220 μF, 10 Volt 220. Schauen wir mal, dass wir den mal messen können. Mal da rein. 10 μF, 220 μF, 10 Volt. Schauen wir mal. Da haben wir 448 μF.
Dann mal das Doppelte. 448, 220, 448. Aber sehr gut, der RDS. Aber dass der das Doppelte hat, das kann irgendwie nicht stimmen. Ich glaube, die haben alle Leckstrom oder so. 465 μF. Aber sehr gut, der ESR. Und 3% Loss. Misst sich eigentlich gut, aber die sollten nur 220 haben. Auf jeden Fall stimmt was nicht. Hier haben wir noch ein 10 μF 100. Nein, ein 100 μF 10 Volt 100 μF. Schauen wir mal. Auf jeden Fall mit neuen Akkus geht der besser. Ah, der hat wieder keinen Kontakt. Ja, das ist immer ein bisschen schwer, weil die Pins hier so kurz sind. Sind die Pins so kurz, dass ich den nicht, dass der nicht mal richtig Kontakt kriegt. Da, das ist doof. Aber der hat auch mehr. Da haben wir noch einen 10 Volt 100 μF. Da haben wir noch einen zweiten. Schauen wir mal. 10 Volt 100 Mikrofarad. Und da misst der 149, das 1,5-fache. Aber sehr gut, er ist eher komischerweise. Obwohl die Alkos sind von 1978 sowas. Weil so alt ist das Gerät schon. Ich glaube 78 oder 79 sowas. Auch die hier, ich kann mal probieren die zu messen. Die sind von einer anderen Firma, aber die werde ich nicht reinkriegen da oder nur schlecht. Probieren wir es mal. 470 μF. Da haben wir drei Stück. Ich messe jetzt nur einen von den dreien, die anderen zwei werden ähnlich sein. Die haben 897, aber sehr gutes SR, sehr wenig Verlust, 897 μF. 897, obwohl der 470 haben soll. Die hat ja das Doppelte fast. Ja gut, aber die Alkos sind trotzdem hinüber, auch wenn die sich gut messen. Und jetzt mit den neuen Alkos haben wir die ganzen Probleme nicht mehr. Oder im Feld unter Hummeln und Gras. Viel mehr in meiner... Ich kann ganz laut drehen. Auf einem Parteitag. Ihnen kann ich ja wohl das alles sagen. Und es funktioniert. Sie werden nicht gleich verraten, Sozialismus bekommen. Sie wissen, ich werde trotzdem hoffentlich auf dem Posten sterben. In einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. Aber mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen als den Genossen. Ja, da ist es, glaube ich, Aufnehmautomatik hier. Bei der Aufnahme kann man, glaube ich, den Aussteuerungspegel damit ändern. Im Gegenteil. Ich finde auch in der Natur auf Schritt und Tritt so viel Grausames, dass ich sehr leide. Denken Sie... Aber es funktioniert. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.